Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ich bin etwas verspätet dran, ihr merkt es, ich wollte eigentlich gestern das Video machen, jetzt kommt es heute. Wie gesagt, ich hatte viel um die Ohren diese Woche und demnach würde ich sagen, starten wir in eine neue Folge Noppige News. Das Ding ist, es gibt auch gar nicht so viel zu berichten, deswegen wird es ein sehr, sehr kurzes Video. Wir gehen erstmal ganz kurz auf die Startseite von Bavia, weil ihr seht es schon, da gibt es ein 16% Coupon vom 28. Juni bis 3. Juli. 16% gehen bei Bavia dann anscheinend irgendwie ab. Hier ist jetzt kein Code oder irgendwas angegeben. Ich denke mal, das wird einfach abgerechnet. Da könnt ihr dann wieder ein bisschen sparen. Ich denke mal, dass ich weiß nicht, ob mein Code dann auch noch funktioniert. Das wäre, glaube ich, sehr heftig. Also ich befürchte, 16% sind auch schon echt wirklich gut. Ich habe ja, glaube ich, mein Code ist 13%. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, 13%, da gibt es auch noch so einen anderen Code, genau, der hier auf der Seite auch angezeigt wird. Und ich denke mal, dass mit 16% der ein oder andere, der ein großes Set haben möchte, da ein bisschen was spart. Also im Notfall könnt ihr immer noch probieren, einen Code einzugeben. Vielleicht klappt es oder es klappt nicht, aber ich denke mal eher nicht. Wir gucken gleich mal in die New Arrivals rein, was es da so Neues gibt, ob irgendwas Grandioses Neues kommt. Da sehen wir jetzt nicht so die Knaller auf den ersten Blick. Mini Bricks, ein Mikroskop, nicht Teleskop. Da frage ich mich auch mal, was man mit sowas möchte. Auch Mini Mikro Bricks. Was wäre mit einem Mikroskop, was da wahrscheinlich nicht funktioniert? Ich weiß nicht, warum man solche Sets immer hat oder macht. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ihr euch ein Mikroskop aus Klemmbausteine holen würdet. Und dann haben wir vom Fantasy ein Popeye Set. Wir haben einen weiteren Roboter, einen zweigeteilten Quan Guan kommt jetzt mit hier ein paar Zweite Weltkriegs-Trucks. Ein weiterer Panzer hier unten, komische Gebilde mit Motor. Also sehr komische Sachen, die gerade rauskommen. Also alle, die immer noch meine Videos gucken, ich würde mich mal freuen, wenn ihr in den Kommentaren wirklich mal schreibt, wie ihr momentan die Entwicklung auf dem Markt findet, so was an Sets rauskommt. Ich finde es gerade wirklich sehr, sehr langweilig, weil ihr seht es ja hier, das habe ich im letzten Video gezeigt, der 100. Hulkbuster und der 500. Tiger, Panther und was weiß ich nicht alles und natürlich 1 Million Technikautos. Ich finde, es wiederholt sich gerade alles irgendwie ja, zum 100. Male und ich weiß nicht mehr so recht, was man gerade kaufen soll, was einen so richtig umhaut. Also es sind eher alte Sets, an denen ich noch Interesse habe, als neue Sets, die jetzt gerade kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das seht. In der Zeit gucke ich nochmal hier ins Europalager. Aber ich finde es gerade wirklich mau. Also ich bin nicht so richtig gehypt. So diese ganzen Gebäude, die bei Blue Bricks zum Beispiel auch kamen. Hier unten haben wir es gerade. So ein Lighthouse für meine Hafenstadt und all sowas. Am Anfang kamen da so viele coole Sachen. In letzter Zeit, finde ich, nimmt das wirklich echt ab, dass man Sets hat, wo man ja richtig feiert oder Bock drauf hat oder sich drauf freut. Das ist so, oder das letzte richtig coole große Set war hier, finde ich, der Leuchtturm. Das Astronom oder was es da war bei Blue Bricks, das war wirklich noch coole Sets, wo man echt dachte, wow. Also es kommen natürlich immer wieder Sets, die ganz nett sind. Hier auch der Bumblebee ist natürlich cool, aber es ist auch schon die dritte, vierte Variante. Ja, hier mein Tumbler, den baue ich ja gerade. Dazu bald mehr. Ich kann nur so viel sagen, ich hatte schon Fehlteile und das ist also im Moment gerade schwierig so ein bisschen für mich, mich auch weiter zu motivieren, auch jetzt in Richtung Kanal. Ich merke immer mehr Abonnenten springen gerade ab. Ich habe noch nie so viele Abonnenten verloren wie momentan. Ich mache aber auch momentan gerade weniger. Aber es ist gerade irgendwie eine schwierige Phase für Klemmbausteine, muss ich sagen. Und ich kann mich gerade schwer motivieren, um das mal so mal reinzustreuen. Aber jetzt gehen wir mal zu Blue Bricks und dann erzähle ich nebenbei noch ein bisschen weiter. Ja, dann sind wir jetzt hier auch bei Blue Bricks. Wobei ich stehen geblieben gerade bei den
Ja, bei der Motivation. Ich bin jetzt froh, dass von WeBrick doch endlich meine Steine jetzt wohl unterwegs sind. Ich habe jetzt eine Sendungsnummer bekommen. Das heißt, die Stadt geht jetzt bald weiter. Ich kann da bald weiter dran bauen. Ist natürlich auch mal abhängig so ein bisschen vom Wetter. Momentan haben wir sehr, sehr schönes Wetter und ich muss gestehen, da hänge ich nicht die ganze Zeit im Keller rum. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich weiß, viele von euch mögen meine Stadt und gucken das gerne. Und es wird auch wieder weitergehen. Aber es ist halt momentan sehr, sehr viel schönes Wetter. Und da habe ich manchmal auch andere Sachen vor, als im Keller meine Zeit zu verbringen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich werde aber definitiv weiterbauen. Ich habe dann endlich Steine, um am Lunatic Hospital weiterzumachen und all sowas. Wir gehen schon mal in die Neuheiten nebenbei. Und da habe ich dann endlich wieder ein paar Steinchen für. So, wir haben hier auch nicht allzu viel Neues. Ihr seht es schon, wir haben zwei Panzer aus der Bluebricks-Reihe. Da geht es anscheinend auch endlich mal weiter. Da haben wir den Main Battle Tank Leclerc. Ich habe Leclerc spricht man das, glaube ich, aus. Oder Leclerc, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, den kenne ich auch überhaupt nicht, den Panzer. Und dann haben wir noch ein Minenwurfsystem Skorpion. Das ist auch noch ein Set, der sieht wirklich cool aus. Also die Bundeswehrreihe von Bluebricks wollte ich ja auch mal anfangen. Bisher habe ich aber Gott sei Dank es nicht getan, weil ich halt so die Militärsachen gerade nicht mehr mich so reinfuchsen möchte, obwohl ich eigentlich immer Bock drauf habe, aber ich kann nicht alles sammeln und bauen und machen. Hier ist was Interessantes, eine Kiloware, Basissteine. 2 Kilogramm Bricks für 54,95. Jedes Paket besteht aus einer anderen Kombination an Steinen von 1x4 bis 2x8. Kann alles enthalten sein. Farben gemischt. Nur solange der Vorrat reicht. Bluebricks hat ja leider, hat im letzten Video gesagt, die 500er Packs Steine rausgenommen, die ich mir ja auch ab und zu gekauft habe für meinen Berg, die Dark Blue Grey. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Kommen jetzt irgendwelche neuen Varianten. Ich bin sehr gespannt. Ja, Borg-Löwenstein hatte ich euch schon, glaube ich, beim letzten Mal, hatte ich kurz erwähnt. Und dann seht ihr, es ist wirklich nicht viel passiert. Wir gehen mal in die Ankündigung, ob da noch irgendein Knaller kommt. Aber auch da seht ihr, ist auch gerade so gut wie nichts. Viele Sets, die wir auch schon gerade bei wir gesehen haben, so wie das Terrarium, tropischer Regenwald, das gab es da auch. Stonehenge habe ich jetzt nicht gesehen bei Bavir. Ja. Sieht aber ganz nice aus, muss ich sagen. Das finde ich ganz witzig. Das ist so, ja, das, was ich in meinen noppigen News momentan bieten kann. Und ich werde jetzt einfach mal aus Spaß zu Your World of Building Blocks gehen und wir gucken einmal auf die Seite von denen und schauen mal, was da so los ist. Ja, dann sind wir hier auf der Startseite von Your World of Building Blocks oder auch YouWoop genannt, wie auch immer. Und ich muss gestehen, ich bin auf der Seite nicht so oft. Wir gehen einfach auch mal hier in die New Arrivals und gucke mal, was die so zu bieten haben. Und das sieht ähnlich aus wie bei Bavir. Hier haben wir diesen Iron Man. Ja. Also viele Sets, die wir wirklich schon kennen. Ein Chamäleon. Das sind ein paar Sachen, die ich auch nicht kenne. Wir haben sonst auch hier die Quan Guan Sachen. Immer wieder auf Show More gehen hier. Es ist sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, Preise vergleiche ich jetzt mal nicht. Angeblich sagt ihr ja, ist es wirklich günstiger. Hier haben wir von Sluban einen Tank, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ah, der ist sold out. Sluban macht anscheinend jetzt ein paar kleine Panzer mit Figuren. Oh, die Figuren sehen ja merkwürdig aus. Auch der Panzer sieht nicht wirklich gut aus und die Figuren sind ja echt mal hässlich. Ja, aber auch hier jetzt nicht wirklich die Welt neu erfunden. Wir gucken mal, was die im EU-Warehouse haben. Und da sehen wir schon auch hier die Sets, die wir auch kennen. Und Preise kann ich jetzt nicht beurteilen. Das sieht hier ganz gut aus bei dem Sandcrawler. Wir haben von Mold King den Falken. Der sieht nice aus hier. Yu-Gi-Oh!
Der sieht ja mal cool aus. Das Set kenne ich noch gar nicht. Kann man das Bild auch größer machen? Ja. Und der sieht ja mal richtig cool aus. Der hat einen extra Kopfpart anscheinend. Da bin ich gerade sehr angetan. Auch hier die Verpackung oder was das ist. Das ist ja mal richtig nice. Das Set, das habe ich jetzt noch bei keinem gesehen. Ist jetzt ja auch von Yu-Gi-Oh! Anscheinend. Das sieht mal richtig cool aus. Ich bin jetzt kein Yu-Gi-Oh!-Fan, aber ich mag solche Drachen und Wesen und all sowas. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Kommt da eigentlich Porto drauf? Ich weiß es gar nicht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Mold King 8080. Steht jetzt hier irgendwie gar nichts. Da müsste ich jetzt irgendwie den Kaufvorgang durchlaufen, um zu sehen, ob das irgendwie jetzt dann noch Porto drauf kommt. Die haben sogar hier Sachen, die auch bei Less DIY unterwegs sind, die große Kirche. Also ist auch interessant, hier durchzugucken. Vielleicht nehme ich die jetzt öfters mal rein. Ich wollte nur mal einen kurzen Blick schmeißen und mal schauen, was hier so los ist bei Your World of Building Blocks. Okay, dann hoffe ich, das kleine Video hat euch gefallen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da und gerne einen Kommentar. Und ich würde mich auch gerne, oder ich würde mich auch freuen, wenn mal wieder ein paar Abos dazukommen, natürlich. Okay, dann habt noch einen schönen Sonntag und die Noppensteinstube sagt Tschüss.